Weltrekord. Keine Aktie ist so schnell so stark gestiegen wie Beyond Meat. Allein in 2 Tagen 70%. Danach kam eine deutliche Korrektur. Immerhin insgesamt aber ein Plus von 600%. Jetzt geht es deutlich gemächlicher weiter, stellt sich die Frage, ist der Hype ums Fleisch aus Gemüse schon schnell vorbei? Besprechen wir ein Zertifikat aktuell mit Arnold Wilhelms von der Commerzbank. Schönen guten Tag, Herr Wilhelms. Hallo, Frau Herz. Ja, es gibt es ja eigentlich hauptsächlich in den USA, da macht Beyond Meat richtig Furore, aber es gab auch eine Aktion in Deutschland bei Lidl, 2 Buletten für 5 €, das ist sportlich. Eine Aktion war das, war nach einer Stunde ausverkauft, aber das sind keine Preise, wo McDonald's oder auch die amerikanische Burgerkette wie Shake Shack konkurrenzfähig ist, oder? Ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich spannend aus mehrererlei Hinsicht. Dieser absolute Run und der Boom, nicht nur bei Lidl sozusagen waren die Buletten schnell ausverkauft, sondern auch an der Börse ist die Aktie gefühlt ausverkauft. Und das erinnert so ein bisschen an alte neue Marktzeiten oder an neue alte neue Marktzeiten, wo es im Prinzip einen Börsengang gab. Danach hat sich die Aktie verdoppelt und verdoppelt sich und verdoppelt sich innerhalb von Wochen. Wir haben also nicht nur einen Run auf die Buletten bei Lidl, sondern auch einen Run an der Börse. Und insofern macht das natürlich, weckt das das Interesse der Anleger, was ist denn da los, was ist denn der Hype und warum sind die fleischlosen Buletten, die ich habe mir sagen lassen, wie Fleisch schmecken, denn so beliebt, ja. Ich dachte mal, man möchte das gar nicht als Vegetarier oder Veganer, dass irgendwas nach Fleisch schmeckt, aber ich bin da irgendwie raus. Egal. Börsengang Anfang Mai, 1. Mai. Zugegeben, das war auch ein goldenes Händchen, gutes Timing. Tage später hätte das auch durchaus anders laufen können, weil der Markt völlig anders war. Inzwischen hat die Aktie auch deutlich korrigiert. Das kam, als JP Morgan abgestuft hatte. Die sagen zwar, ja, das Ergebnis und Umsatzpotenzial ist außerordentlich, aber ist eben schon in der Bewertung enthalten. Und das Unternehmen macht keinen Gewinn. Aber das ist ja, ich sage es jetzt mal, am neuen, alten, neuen Markt so ein bisschen Standard. Genau, der neue, alte, neue Markt. Richtig. Also es ist so, dass das Unternehmen ist so, je nachdem, wie der Aktienkurs gerade steht, zurzeit so zwischen 7 und 8 Milliarden Dollar wert. Mhm. Damit wären sie hier reif für den DAX, das muss man ganz klar sagen. Aber in den USA ist der Aktienmarkt ja ein bisschen größer als hier in Deutschland. Insofern ist das natürlich in den USA noch kein Unternehmen, was sich für den Dow Jones qualifiziert mit dieser Marktbewertung. Aber das heißt, es ist jetzt kein kleines Unternehmen. Ja. Was wir hier sehen, ist im Prinzip der Aktienkurs in US-Dollar auf Schlusskursbasis. Man muss hier noch hinzufügen, die Aktie wurde ausgegeben zu 25 Dollar. Erste Notiz an der Börse in den USA am 1. Mai war 46 Dollar. Das heißt schon fast ein Verdoppler. Mhm. Und dann sehen wir, was die Aktie gemacht hat. Erst auf 70 Dollar, 90 Dollar, 100 Dollar, 180 Dollar in der Spitze. Das sehen wir hier gar nicht in der Skala. Das sind Pluskurse. Und dann ging es tatsächlich runter Richtung 100 Dollar und das ist im Prinzip das, was jetzt auch die Börse so ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgt, dass eben diese Aktie so abgegangen ist wie eine Rakete, dann auch wieder steil fällt, wieder hochgeht, also bei 140 Dollar, also wer die wirklich zur Ausgabe bekommen hat von 25 Dollar und jetzt bei 140 oder 120 Dollar sagt, die Aktie ist abgestürzt, ist natürlich immer noch eine schöne Performance. Aber im Prinzip, so stellt es jetzt gerade dar. Ja. Schöne Performance, man sagt aber auch, der Kurs kommt zum Teil durch einen Short Squeeze zustande. Es laufen demnächst Haltefristen fürs Management aus und man muss auch sagen, die Konkurrenz ist groß. Allein Nestle hat jetzt auch fleischlose Burger, die kooperieren mit McDonald's, liefern zu. Es gibt Shake Shack, gut, das ist jetzt nicht vegetarisch angerichtet, aber es gibt auch da Pläne, sich entsprechend zu positionieren. Das Angebot, vor allem aus den USA, ist riesig. Und wenn man sich da jetzt so mal anschaut, wie die ersten Tage gelaufen sind an der Börse, das Thema Short Squeeze, die Konkurrenz und die nicht vorhandene Gewinnsituation, was spricht dann so insgesamt für oder gegen Beyond Meat? Ja, also ich glaube, man kann das erst in einigen Jahren wirklich beurteilen, wie die sich durchsetzen werden. Hier wird natürlich viel auch gespielt an Fantasie. Mhm. Das ist ja auch natürlich für solch eine Art von Aktie, die jetzt gerade an die Börse gegangen ist. Also hier geht es eher um die Fantasie, was in der Zukunft passiert, nicht was aktuell der Fall ist. Und deswegen kommen auch diese starken Kursschwankungen zustande. Jetzt ist es so, es gibt viel Konkurrenz. Ich kenne auch noch, also meine Eltern hatten mir mal ganz früher eine Grünkernfrikadelle serviert. Und klingt ich, lecker. Dachte, das sei eine normale Frikadelle. Und das war jetzt nicht so das beste Erlebnis, was ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Also im Prinzip. Meinen Sie schon bei Lidl dann ausprobiert, ob Sie das Trauma jetzt überwinden können? Ja, genau. So ungefähr genau darum geht es. Dieses Trauma, dass das eben nicht so schmeckt wie Fleisch. Und ich hätte es eigentlich wie Fleisch erwartet. Das
kann ich tatsächlich jetzt vielleicht durch Beyond Meat abarbeiten. Mhm. Bei Lidl war ich leider nicht schnell genug, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt hier in Frankfurt Fletcher's Burger, die jetzt auch ja. Beyond Meat eingeführt haben. Insofern kann man da vielleicht mal einen fleischlosen Burger, der wie Fleisch schmeckt, ausprobieren und mal gucken, wie das so ankommt. Im Prinzip ist das so die spannende Frage, worum es auch ja. so ein bisschen bei der Aktie geht, ist, schaffen die es im breiten Massenmarkt? Die scheinen ein sehr gutes Produkt zu haben. Und wenn die dann schaffen, auch McDonald's, Shake Shack oder wen auch immer zu beliefern, was ja im Prinzip Burgerketten sind, und dieser Trend setzt sich durch, ja, dann ist sehr viel Fantasie vielleicht drin. Wenn jetzt drei Konkurrenten auf den Markt kommen, die genau das Gleiche genauso gut können, dann ist vielleicht weniger Fantasie drin. Also das ist natürlich auch das, was für Anleger im Prinzip diese Aktie auch ein bisschen vorsichtig machen sollte, weil im Prinzip nicht jeder Trend im Prinzip, wird sich von selbst sozusagen erfüllen. Das heißt, hier sollte man mit besonderer Vorsicht agieren. Und die Expansion ist ja noch nicht weit genug fortgeschritten. In Europa ist ja Beyond Meat, sind die Burger ja bzw. die Buletten kaum erhältlich bis jetzt. Allerdings, der Markt soll in 15 Jahren auf 100 Milliarden Dollar gestiegen sein. Das sagt auch JP Morgan. Nichtsdestotrotz, es hätte ja eigentlich gereicht, die Aktie zu kaufen, aber es gäbe auch noch andere Produktlösungen. Was gibt es denn, wie schnell am Markt? Wenn so ein Hammer, Sie sagen selber, in Deutschland werden die aus dem Stand im DAX an die Börse geht. Ja, also die Commerzbank in diesem Fall hat bereits am Tag der Emission Produkte auf Beyond Meat angeboten. Das heißt, wir bringen als erstes in der Regel Turbo-Optionsscheine und Optionsscheine auf den Markt, manchmal auch Discount-Zertifikate. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie sich der Markt darstellt. Was für uns als Zertifikateanbieter sehr gut funktioniert, ist vor allen Dingen der Bereich Call-Produkte, also Produkte, die auf steigende Kurse setzen. Weil wir brauchen als Herausgeber von solchen Produkten, wir als Commerzbank, brauchen im Prinzip einen Markt im Hintergrund, wo wir uns sozusagen eindecken können. Weil wir spekulieren jetzt nicht gegen den Kunden, sondern wenn der Kunde ein Optionsschein auf Beyond Meat kauft, kaufen wir entsprechende Optionen in den USA an der Optionsbörse. Und sobald sich dieser Optionsmarkt einigermaßen etabliert hat, können wir dann sozusagen immer mehr Produkte anbieten. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen, die Aktie wird nur steigen, deswegen haben wir nur Call-Optionsscheine, sondern es ist eher so, dass der Optionsmarkt sich noch nicht wirklich entwickelt hat. Ja. Also die Aktie ist so der erste, der ist relativ schnell, aber der Optionsmarkt hinten dran zur Absicherung, der entwickelt sich etwas später. Und deswegen gibt es aktuell nur Call-Optionsscheine von der Commerzbank, aber es wird dann sukzessive auch Put-Produkte geben, dann wird es auch Discount-Zertifikate geben und weitere Produkte. Das heißt, wer hier nach Put-Optionsscheinen gefragt hat, muss sich noch ein bisschen gedulden. Ja, also es ist tatsächlich so, dass natürlich dieser gigantische Anstieg dazu führt, dass eine große Nachfrage nach Short-Produkten da ist. Insofern rein so aus geschäftspolitischer Sicht wäre das wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir das machen würden. Aber wir brauchen halt einen soliden Markt im Hintergrund, damit wir das dem Kunden anbieten können. Deswegen ist das aktuell noch nicht da. Was aber da ist, ist sozusagen, es gibt einen professionellen Markt für die Aktienmarkt, um Aktien zu verleihen. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man schon, dass da die Raten im Prinzip, die Mietzahlung für dieses Verleihen oder Leihen einer Aktie doch sehr stark nach oben gestiegen sind. Insofern wäre das zurzeit auch nicht wirklich attraktiv, so ein Produkt anzubieten, weil eben die Kosten dafür sehr, sehr, sehr hoch sind. Also insofern muss man da vielleicht noch ein bisschen sich gedulden, bis der Derivatemarkt da eben auch Put-Produkte oder auch andere Anlagezertifikate anbietet. Aber wir waren sozusagen zum Start mit einer Auswahl von Produkten da. Und wer zumindest hier eingestiegen ist, der hat natürlich ein relativ gutes Ergebnis erzielt. Und wir sehen das auch bei uns in den Umsatzlisten, ist natürlich noch nicht oben im Bereich angekommen. Aber es gibt auf jeden Fall Nachfrage auch von Anlegern nach Produkten auf Beyond Meat. Und das erfüllen wir zumindest zu einem Startbereich jetzt mit Turbo-Optionsschein und Optionsschein klassischerweise von der Commerzbank. Nachfrage auf Beyond Meat und ich bin gespannt, wie Sie Ihr Grünkerntrauma überwunden haben, wenn Sie es denn überwinden und ob es schmeckt und wonach es schmeckt. Hannes Wilhelms, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, rund 600% für Fleisch aus Gemüse. In Deutschland wird das bedeuten, eine Aktie kommt stehenden Fußes in den DAX. In den USA ist das ein bisschen anders, ist der Markt viel größer. Nichtsdestotrotz, auch nach der Korrektur geht es jetzt schon wieder aufwärts. Die spannende Frage wird sein, wie sich das Geschäft weiterentwickelt. Denn so wie viele Aktien oder Unternehmen am neuen, alten, neuen Markt, wie immer man das bezeichnen möchte, macht auch Beyond Meat noch keinen Gewinn. Vielmehr stehen ungefähr 7 Milliarden Verlust in der Bilanz. Nichtsdestotrotz, das Unternehmen ist seit Jahren am Markt, möchte auch nach Europa expandieren, ist mit ordentlich Furore in den USA unterwegs, trotz der Konkurrenz. Die spannende Frage wird sein, wie viel Konkurrenz es da künftig noch gibt. Und wir klären auch noch demnächst, wie das Ganze so schmeckt.